Jetzt ist, glaube ich, der Knoten geplatzt, die Fruchtblase gesprungen. Ausgehend von dem Film Bis ans Ende der Welt, Wim Wenders, Dommartin, Vogler und so weiter. Da kommt die Szene vor der Konstruktion, eine blinde Frau, die demnächst sterben wird und zu ihrem Mann sagt, das ist nun mal so, das Ende ist uns bestimmt, aber das wird unsere Geschichte gewesen sein, wird durch diesen Erfinder in der Zukunft, und zwar zu einem Zeitpunkt, als gerade eine Atombombe gefallen war und man nicht weiß, wer sonst noch außer in Kuba Pidi im australischen Busch überlebt haben würde, schafft es durch ein Computerprogramm das Gehirn so zu entschlüsseln, dass er einen Fotoapparat macht, die Welt filmt, und diese Bilder können dann übertragen werden. Genauso würde es dann auch mit den Träumen gehen. Diese Bilder können dann übertragen werden ins Gehirn eines anderen, sodass die Mutter der Kinder, die immer blind war, nun kurz bevor ihr Tod eintritt, zum ersten Mal das Gesicht ihrer Tochter und ihrer inzwischen geborenen Enkeltochter am anderen Ende der Welt erblicken kann. Und sie sagt dann, sie hat deine Lippen.